Was tut man nicht alles für alle Kisten? Ich stehe doch auf der Plattform, das ist doch wohl lächerlich gerade. Nee, du bist ganz leicht links daneben gesprungen. Ja, deswegen ist er auch in dem Stein ertrunken. So sieht's nämlich mal aus, weil er hochgeschwemmt wurde wegen der Strömung. Oh. Das ist von dem Strömungsgrad so festgelegt, dass du dann im Stein liegst. Oh Gott. Ja, physikalisch könnte man das sogar ausrechnen. Es hat eben besser geklappt, als ich das über die Mine versucht habe, darauf zu jumpen. Kann ich aber nicht machen, weil ich keinen Akku mehr habe. Muss es auf diese Weise machen. Boah, das ist wie bei Tomb Raider, ey, wenn du da von Klippe zu Klippe springen musst und das Millimeter genau passen muss. Ja, das finde ich auch mal toll. Aber das gibt es ja in vielen Spielen, dass man dieses Millimeter genaue Abpassen immer machen muss. Herz erweichen. Einer Kalmer. Zwei. So, irgendein Akku bitte. Nein, nicht so weit! Oh Gott! Ja. Da lässt er sich wieder die Sonne auf dem Pelz scheinen. Mhm. Jupp. Also die Level werden natürlich jetzt auch ein bisschen anspruchsvoller, muss man schon sagen. Also ich meine, dass ich die ersten beiden Warp Rooms in der ersten zwei Stunden geschaffen habe. Geschaffen. Du bist Neocortex, liebe Leute. Wir haben die Identität von Dr. Neocortex gelüftet. Genau. Jetzt wissen wir auch, wer sich das N halt auf die Tastatur, wollte ich gerade sagen, auf die Stirn tätowiert hat. Gemeißelt in Stein. Upala. In fleischigen Stein. Nee, das sollte jetzt nicht Luca darstellen. Okay. Jasmin Wagner? Wen sollte das darstellen? Hä? Wer sollte das darstellen? Jasmin Wagner? Nein, das sollte eben nicht Akku sein, weil ich sagte Hubala. Aber das klang fast so ähnlich wie das, was ich hab, Akku ich immer Jasmin Wagner das verstanden. Ja. Blümchen. So. Blümchen? Ja, Jasmin Wagner. Naja. Hey. Schon klar. So. Oh, ich krieg schon wieder den Mitleids-Akku. Finde ich gut. Kommen die scheiß Minen dann nochmal her? Tja, Cortex, dann geht's aber mal auf. Ich bin nicht Cortex. Hast du selber gesagt, hör mal. Bist du Cortex? Bist du? Bist du lecker Cortex? Jo, dat. Hast du recht! Bam! Den wollte ich haben. So, jetzt mal gucken. Die scheiß Fische hier vorbeilassen. Bälle. Mal gucken, habe ich jetzt alle Kisten? Yes, wir haben alle Kisten! Ja, Edelstein, Alarm! So, und jetzt achte ich auch drauf. So, mal gucken. Ja, stimmt. Geil. Sehr schön. Tja, Cortex, haben wir gut gemacht, würde ich sagen, ne? Haben wir gut gemacht, ja. So, mal gucken, ob wir eine Mitteilung bekommen von irgendjemandem. Nö. Nee, freundlich anders. Steht wahrscheinlich das N für dann Alex Flattermann. Deswegen auch das N auf deiner Stirn, verstehe. Natürlich möglich. Wir wurden jetzt wieder im zweiten Warp Room ausgespuckt und haben jetzt hier diesen fehlenden Stein gekriegt. Das heißt, die ersten Warp Rooms, die beiden sind komplett jetzt abgeschlossen. Was aber einen ziemlichen Dickschädel hast du, hör mal. Ich? Nö. Cortex. Also ich gehe jetzt wieder hoch in den dritten Warp Room. Und. Moa lieber Cortex. Wir nehmen jetzt. Oh ja, geil! Was? Road eins meiner absoluten Lieblingslevel in diesem Spiel. Road to Ruin. Ah. Long Road to Ruin. Die Ruinenlevel! Die Ruinenlevel sind super. Foo Fighters. Hat aber nichts mit Slippery Climb oder so zu tun. Aber der Titel ist mir schon mal sehr sympathisch, weil es eigentlich von den Foo Fighters gibt, was so ähnlich heißt. Ja. Ach so. Und die Musik ist geil. Und ich liebe diesen Level. Hab ich schon mal erwähnt. Das hat sowas von den Tempel-Leveln, ja. Das meinte ich eben. Hier ihn da, der fliegenden Engel. Das ist doch nur unser Geist. Ja, aber das sah eben aus wie so eine blaue fette Elfe. So seitlich habe ich nämlich eben nicht gesehen, dass das Crash ist. Guck mal, ist die nicht niedlich? Naja. Deswegen töte ich die jetzt auch. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Mäusen so ist, wenn die mit dem Schwanz wedeln. Das ist ja bei auch was, wobei sich viele Leute immer so ein bisschen vertun. Das kennt man ja von Hunden, wenn die mit dem Schwanz wedeln, sind die gut drauf. Aber wenn das Katzen machen, ist das nicht unbedingt so. Ja, die sind dann so ein bisschen pfiffig, ja. Hatte ich eben erst wieder, ja. Oh, hier haben wir wieder Kragenechsen, die wir nur durch Rutschen besiegen können. Also, liebe Leute, ihr seht, wir haben auch einen Bildungsauftrag und den haben wir wieder kommt erfüllt. Gerne Minen. Ja, hier wäre ein Geheimbereich, den ich jetzt nicht
benutzen kann, weil ich hätte bis dahin nicht sterben dürfen. Gibt's hier auch wieder so diese Schlangen, diese blauen Schlangen aus dem ersten Teil? Gibt's hier sowas auch? Was die Schlangen gibt's nicht mehr, nee. Die haben sie weggelassen. Die haben sie weggelassen, ja. Aber, ja, wie gesagt, also die Mäuse kamen ja in anderer Form auch schon im ersten Teil vor. Mhm. Die haben ein bisschen anders aus da, aber... Haben ein bisschen was von... Und diese Echsen gab's auch. Ein bisschen was von den Stinktieren. Die Stinktiere gibt's hier, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Dafür gibt's jetzt Gürteltiere. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied für Crash, ja. Der denkt ja. Sich auch, endlich keine Stinktiere mehr. Gürteltiere, yeah! Oh, ein... Ich will jetzt was daneben geschworen. Ein Zwetschgenmark wieder, yeah. Ein Zwetschgenmark? Wo bringt uns das hin? Wo ist das wohl hin, Mark? Wir labern uns heute wieder so. Zusammen. Glaub's nicht. Das sag ich keinem zu. So, hier müssen wir einfach nur hin und her rennen. Ich glaube, man merkt mir nicht an, dass ich heute komisch Kaffee unterversorgt bin und sehr früh aufgestanden bin und sehr lange gereist bin und ja. Was auch immer bei Dave früh heißt. 7 Uhr. Okay, das lasse ich als früh durchgehen. Das war schon wieder ein Bonusbereich, der mal angenehm das war. Das ist nicht so meine Zeit, muss ich sagen. Oh Gott. Das ist fast wie bei Solitär, nur ohne Karten und ohne, dass du gewonnen hast, sondern verloren. Ja. Ich meine, ich habe den kompletten Bonusbereich absolviert und bin dann in die Schlucht gefallen. Einfach mal stumpf reingesprungen. Oh Mann! Oh, da sind Äpfelze. Gibt's doch nicht. Äpfelze da hinten. Bam. 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 Zack. Das Leben will ich haben. Gut. Oh. Ein Leben hast du. Wir sind ein Leben. Mann. Wir brauchen unbedingt wieder Leben. Leben. Der Crash. Und schaff ich diesmal? Yes. Ich habe es tatsächlich geschafft, auf die Plattform drauf zu springen. Yay, er dreht sich hier. Yay, yay. Tja, herzlichen Glühstrumpf, ne? Guckt so richtig schön dämlich. Okay. Hier kommen wir auch noch so oft wie ja auch schon geröstet und gebraten und durchgestochen wurde und alles, das wundert mich ja nicht mehr. Ja. Oh. Irgendwie habe ich es heute nicht mit dem Stick hier. Nicht wirklich. Oh, nicht wirklich. Oh. So schön war noch einmal. Nein, jetzt ist genug. Jetzt ist genug. So, jetzt warten wir ab, bis der Feuer gespuckt hat. Das ist doch nicht wahr! Und dann springen wir in die Luft. Bis er vorgeschlagen hat. Feuer! Feuer, Feuer, kannst Feuer! Kannst du ja beides sagen. Da, ja Feuer. Da ist dein fetter Engel. Feuer speien, Feuer spucken. Ja, der Speit ist doch egal. Irgendwas kommt da Feuer raus. Das ist auch ey, da bei dem Feuer rauskommen, ey. Weißt du, da musst du aufpassen. Genau, das sind, ey, da sind zwei Feuer rauskommen. Machst du schnell weitergehen, ne? Es sind auf jeden Fall keine Wasserspucker. Wasser. Oh, Wasserspucker. Das war ein Affe. Kommt man so schnell nicht erkennen. Aber es war einer. Da ist noch so ein Typ. Wahrscheinlich haben wir jetzt nicht alle Steine. Nee, da fehlen uns einige, weil wir den Bonusbereich noch nicht absolvieren konnten. Schade. Aber wir haben einen weiteren Kristall. Das ist doch schon mal was, ne? Jojo, das. Jojo, das, genau. Mal gucken, ob wir noch eine Cutscene oder so bekommen. Und ein Level geht noch, bevor wir den kleinen Break machen. Ist schon eine Stunde rum? Gehen wir jetzt am besten rein. Fast, ja. Aber wir machen jetzt nochmal eben Unbearable. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch mal ein geiler Titel, ne? Unbearable. Kommt mir vor, als wenn wir irgendwie eine halbe Stunde spielen oder so. Nö, 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 das ist schon fast eine Stunde. Ein paar Minuten fehlen noch. Deswegen möchte ich dieses Level nochmal euch präsentieren. Und jetzt passt auf, Leute. In diesem Level verfolgt uns keine Kugel, sondern etwas anderes. Was Großes. Etwas Gigantisches! Achso, noch gar nicht. Schade. Jetzt aber. Es ist ein Bär. Und ich finde das so genial. Ja, aber nicht so ganz so genial. Ich finde das so genial.
Zeitlimit! Und Dinosaurier oder irgendwelche Echsen tüdeln hier rum. Das ist bisher noch sehr schwer. Ich will mal eben abwarten, bis ihr hierher kommt. Achtung! Ich finde das so geil! Er bremst ab und dann liegt er da. Oh, jetzt kann ich mit seiner Nase hier spielen. Und er macht nichts mehr, er merkt nichts mehr, er ist doof. Von, wenn er uns dann erwischen sollte, dann grinst er so ganz fies in die Kamera und hat so ein richtig gehässiges Lachen, das du jetzt leider nicht hörst, aber das ist so ein... Ich habe ihn damals gehasst. Boah, dafür habe ich ihn gehasst, für dieses Lachen. Also ich hoffentlich noch er nicht... Er hat ihn gehasst. Gehasst. Echsen. Achtung, pass mal auf, der Bär. Oh. Ey, nö. So, Leute. Jetzt passt mal auf. Ich glaube, hier gab es einen Geheimgang. Ich springe jetzt mal mit Absicht. Möchtest du, dass du den Bär wieder zurückholst? Da. Tja, wie soll man das rausfinden, fragt ihr? Das ist voll unlogisch, weil der dürfte eigentlich gar nicht da sein, weil der Bär ist ja da runtergefallen und der müsste eigentlich alles da weggebrochen sein. Richtig. Kannst du doch nochmal machen. Aber nur erst, wenn du den Bär wiederholst. Den süßen Bär. Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Ja, ich habe das damals echt nur durch Zufall rausgefunden, weil ich da natürlich mal wieder aus Dummheit in die Schlucht reingefallen bin. Und man sieht da, ich bin in einem geheimen Bereich gelandet. So kannst du von der Fließbärtigkeit ist das fast so wie bei Skullmonkeys. Entschuldigung, ich musste mich gerade auf diese Situation konzentrieren. Ich wusste nicht, wie komme ich jetzt da wieder hoch. Nee, alles klar. Mit Zahnarzt hast du irgendwas gesagt. Oder? Ich glaube jedenfalls. Aber anscheinend nicht. Bohlen nicht. Was, Bohlen nicht? Nein. Geh mir weg mit Bohlen. Oh. Nein, ich sagte, das wäre die fette blaue Fee. Was sagte ich denn eigentlich? Ja, ich sagte, glaube ich, dass die Verstecke von der Fiesbärtigkeit teilweise so fies sind wie bei Skullmonkeys. Skullmonkeys, das Wort habe ich glaube ich nicht richtig verstanden. Hört sich sehr an wie Zahnarzt. Ich ja, doch, gut. Total. Ich sage noch Zahnmonkeys, ja. Yeah. Zahnarzt hieß. Skullmonkeys. Albern. Und der Bösewicht ist der Vorstand der Zahnärztekammer und kommt mit 30 Bohrern in der Hand zu dir und will dich kaputt bohren. Ganz ehrlich, du laberst heute echt schön viel Müll, das gefällt mir. Ja. Das ist, wenn ich zu wenig Kaffee getrunken habe und wenn ich sehr früh aufgestanden bin und das ist keine gute Kombination für mich. Dann bin ich eben noch so 2 Stunden Zug gefahren und dann war der Bock fett. Ja, und dann auch noch Bus da und dann Und dann auch noch mich ertragen. Und dann die Uni und ja. Und dann auch noch dich und ja. Was ist denn hier los? Den müssen wir mal erwischen hier. Ja. Wie mach ich den kaputt? Ach, doch, das geht schon. Den muss er ja gar nicht mehr hoch, ne? Okay. Hey. Jetzt gibt's hier schon Metallmäuse. Wo gab's denn nochmal diese... Wo war das denn? Diese Kanonenschüssel, ich komme gerade irgendwie... Ach, hier bei Mario Kart. Für ein DS. Da gibt's, glaube ich, auch ein so ein Level auf so einem Schiff oder so. Wo es auch so Kanonen gibt, die da immer geschossen werden. Das muss... Erinnert mich gerade irgendwie daran. Ich weiß nicht, warum. Gut möglich. Obwohl's eine ganz andere Perspektive ist, bildlich, aber... Muss ich gerade irgendwie dran nehmen. Ah, verdammt! Kurz vor Schluss! Steht aber auch ziemlich nah an der Klippe da, der Schulter. Ja. Gut, diese Jäger hier. Das ist aber gefährlich, hör mal. Das sollen ja wohl Jäger sein oder so, denke ich mal. Ne? In so einem Bärenlevel kann ich mir jedenfalls ganz gut vorstellen. Joa. Jedenfalls nerven die mich. So. Joa. Das ist die Hauptsache. Eat, bro. Upsala. Da konnte ich nicht weiterspringen, weil da eine Schildkröte mit Sägeblättern im Rücken auf dem Weg war. Natürlich.
sehe ich hier ständig immer zum Wald. Und Zahnärzte. Und Zahnärzte, natürlich. Die natürlich sehr ähnlich klingen wie Skymark ist. Toll. Oh, das war Akku. Das war Crash. Toll. Toll, genau. Albern. 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 Das ist eine ehrliche Szene. Albern. Das war auch Albern. Dr. Albern. Dr. Albern, den gibt's auch, ja. Ist doch albern. Alberner Helm. Nee. Der ist wirklich albern. Ja. Bam! Okay. Denke, wo kommt denn der scheiß Vogel jetzt her? Das warst du! Nein! Wühlmäuse, Fleder! Ja, ist klar. So kann man sich auch nicht konzentrieren, wenn du deine komischen Geräusche da abspulst. Aber bevor ich ihm ja irgendwelche Weltgeschichten erzähle, dachte ich mir, ich sag einfach mal das, was ich wirklich sagen will. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja. Toll. Geschafft! Oh, danke! Toll. So! Wenn dieses Level gleich beendet, wenn dieses Level gleich beendet ist, kommt da noch ein Bär. Und noch gleich den nächsten Bonusabteil hinterher. Ja, schön! Ich kann noch einen Bär haben. Okay. Zack. Ja, einfach kann man ja wohl nicht an Äpfel ran. Nö, nee, die liegen immer so gut platziert. Bam. Das sieht für mich trotzdem irgendwie nicht nach Crash aus, finde ich. Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie nach so jemand anders aus. Oder Crash in jungen Jahren. Crash in jungen Jahren. Er ist auch schon so ein alter Sack. Ja. Ja, das ist ja immer die Frage, ne? Wie alt ist Crash, ne? Ja, das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass der jetzt. Ich weiß auch nicht, was das richtige Alter für so ein Beutel-Dachsviech ist. Oder so ein Wüstenviech, je nachdem, wie man das sehen will. So, Checkpoint. Let's go. Yeah. Oh, oh, Bär. Da hätte er jetzt das böse Grinsen, das böse Lachen gemacht, wäre die sich plötzlich ausgeblendet worden. Bär. Ja. Aber man sieht schon seine Zähne, seine fiesen Zähne gleich, wenn er dann noch zu lachen hat. Lauf doch! Crash! Na! Nein! Ich muss das aber irgendwie noch in der Anzahl der Leben hier hinbekommen! Links. Was mach ich denn? Rechts. Spring. Links. Rechts. Unfall Bandicoot. Da war es gerade. Das fiese Lachen. Du wirst es hören, wenn du den Part vielleicht anguckst. Nein, was mache ich denn hier? Wieder! Dieses fiese Lachen, ich könnte ihn dafür in die Fresse schlagen. Ey. Hier gucken noch Kinder nicht zu. Nicht dir, ihm! Ja, trotzdem, hier gucken noch Kinder zu. Ich glaube, die Kinder, die kennen viel fiesere Ausdrücke. Unfall Bandicoot. Das! Ja, er macht die Kisten. Ah, das zählt auch. Wenn er die Kisten vor uns kaputt stampft, zählt das auch. Das ist schon mal gut. Ja, dann lockt ihn mal über die Kisten rüber, würde ich sagen. Das wäre ja ziemlich geil, wenn wir das hinkriegen würden. Das wäre schon eine Nummer. Ja, eine ordentliche Hausnummer. Mindestens dreistellig. Ja. Mit Buchstaben. Ja, mach du die kaputt. Könnt ihr eigentlich ein bisschen langsamer laufen? Bitte, ist ja weit genug weg. Nicht vor Bärchen wegrennen. Schön Bärchen da lassen. Da bin ich etwas unter Strom geraten. Und Hades steht unter Strom. Hades? Oder Alex? Ach, Alex! Ah! Nein, alles. Aber ach, alles. Alex kann auch. Alex stand auch unter Strom. Ja, ich also höre dich ein bisschen. Unfall, schlecht, tut mir leid. Unfall Bandicoot, ja, ja. Unfall Bandicoot, genau. Spyrose Dragon und Künder. Spyrose da ist er, guck mal, hier! Dragon. Ah!
Jetzt geht es aber ab hier. Wir geben hier schon viel zu viel Preis. Ja, ja, sehe ich auch so. Schmier ich mir morgens immer aufs Brot. Halt's Maul! Ich bin hier gerade unter der höchsten Anspannungen. Ja, das ist ah. Gut, wie du das machst. Ja. Ja. So, jetzt holen wir uns erstmal eben die Kisten ab. Ich hoffe, dass es einen Edelstein gibt. Ich habe zwei Kisten vergessen. Okay, dann gehe ich wenigstens in den Secret Ausgang. Achtung. Halt's Maul, hat er zu mir gesagt. Hier ist der Geheimgang. Wir gehen zurück zu Polar, der auf einmal hier hinten wieder steht. Juhu! Und kommt wieder in einem Bonus-Level raus. Und guckt nicht so eingeschnappt, das war nicht ernst gemeint. So, wir speichern mal eben hier kurz ab. Nachdem wir die Edelsteine losgeworden sind. Es war nur ein Kristall, schade aber auch. Mal gucken, wie viel Prozent wir jetzt haben. Was haben wir erreicht innerhalb von einer guten Stunde jetzt mittlerweile? Noch können Tipps abgegeben werden. 51%, die Hälfte ist geknackt. Wow. Das ist doch schon mal was. Ja, siehste. Passt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier kurz Pause. Ich stelle mich schon mal vor den nächsten Levelausgang. Das ist der hier. Wir müssen in Totally Beer. Da müssen wir rein. Das ist total bierig, du. Das ist sehr bierig und ich sage, bis gleich. Ach so, ja, tschüss.